heiße euch alle recht herzlich willkommen hier am Kammerplatz in der Landeshauptstadt Bregenz. Es freut mich als Bürgermeister ganz besonders, dass es nicht nur der Politik in unserer Stadt, sondern vor allem vielen engagierten Menschen immer wieder gelingt, Zeichen zu setzen. Zeichen für den Klimaschutz, Zeichen für mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt und Zeichen für den Frieden. Meiner Meinung nach die drei größten Herausforderungen für die Zukunft unserer Gesellschaft. Gerade letzteres, der Wunsch nach Frieden, hat in den vergangenen Wochen in nicht vorhersehbarem Ausmaß an Aktualität gewonnen. Klar, wir müssen das Menschenmögliche dafür tun, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben und auch künftige Generationen auch eine intakte Umwelt vorfinden. Und klar, wir müssen durch eine gerechte Verteilung der vorhandenen Ressourcen dafür sorgen, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergeht. Aber wenn es uns nicht gelingt, Frieden zu stiften und langfristig diesen Frieden dann auch zu erhalten, dann sind auch all unsere anderen Bemühungen eigentlich umsonst. Seit es Menschen gibt, haben sich diese ständig weiterentwickelt. Man hat Medikamente entdeckt, die Leben retten. Man hat Maschinen erfunden, die vieles leichter machen. Aber wann lernt der Mensch endlich dauerhaft mit anderen in Frieden zu leben? Allein seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verzeichnen die Geschichtsbücher rund 200 militärische Konflikte, die am Ende mit Waffengewalt ausgetragen wurden. Der jüngste und bedrückendste, weil er auch mitten in Europa stattfindet, ist der Krieg in der Ukraine. Jeden Tag liefern uns Fernsehen, Zeitungen, Social Media Bilder dieser schrecklichen Tragödie fast direkt vor unserer Haustüre. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir unsere klare Haltung in dieser Frage niemals aufgeben dürfen, dass wir unserer westlichen demokratischen Ordnung von dieser niemals abweichen dürfen. Denn wer nicht bereit ist, für dieses System einzustehen, der hat es bereits aufgegeben. Wir dürfen aber gleichzeitig nicht müde werden, Toleranz und Verständnis für Andersdenkende an den Tag zu legen. Denn dort, wo diese Signale der Verständigung fehlen, bleibt offenbar nur mehr die Gewalt als Mittel zur Durchsetzung von Meinungen. Schlechter kann man politische Fragen eigentlich nicht lösen. Wir brauchen also neben der Liebe zur Heimat, der Geborgenheit in der Gemeinschaft und dem Frieden im eigenen Land vor allem auch Achtung der Menschenwürde, der Toleranz, des Verständnisses, der Solidarität und insbesondere als unabdingbare Basis für die Sicherheit den ständigen Dialog untereinander. Ich möchte mich abschließend bei der Organisationsgruppe, bei Tara, Frieda und allen, die mitgeholfen haben, diesen heutigen Tag zu veranstalten, recht herzlich bedanken. Ich danke aber auch den Referentinnen und Referenten der Musik, die alle ehrenamtlich heute sich in den Dienst dieser Sache gestellt haben. Und ich wünsche euch allen einen friedlichen, wunderschönen Ostermontag und dass uns der Frieden in diesem Land erhalten bleibe. Danke vielmals. Ich bin in Klimastreik Schweiz aktiv und in der Klimagruppe Appenzell-Ausserrhoden. Was hat Frieden mit dem Klimawandel, der Klimakrise zu tun? Nun ja, sehr viel. Wenn wir die heute prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels anschauen, dann wird klar, dass in naher Zukunft sehr große Teile unserer Erde unfruchtbar und/oder unbewohnbar werden. Und zwar wegen Naturkatastrophen wie Dürren oder Überschwemmungen, aber auch wegen dem steigenden Meeresspiegel und dem Fakt, dass wir Menschen große Städte in Küstenregionen gebaut haben. Wenn dieser Lebensraum durch den steigenden Meeresspiegel wegfällt und gleichzeitig weniger Land für Landwirtschaft zur Verfügung steht, aber die Weltbevölkerung weiterhin zunimmt, wird das zwangsläufig zu Konflikten führen. Konflikte, welche sehr wahrscheinlich auch zu Kriegen werden. Aber auch Konflikte, die wir jetzt schon noch verhindern können.
Liebe alle, die hier auf dem Platz anwesend sind, liebe Politik, liebe PolitikerInnen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, es geht jetzt um alles. Wir müssen jetzt wirklich griffige Maßnahmen gegen den Klimawandel umsetzen für eine lebenswerte und friedliche Zukunft. Und zwar eine Zukunft, die gar nicht so weit weg ist. Das Jahr 2030 ist nur noch 8 Jahre entfernt. Und Kinder, die diesen Sommer eingeschult werden, werden 2050 35 Jahre alt werden. Liebe Politik, liebe PolitikerInnen, die Zeit rast, aber ihr steht still. Und das, obwohl es an euch liegt, nun endlich griffige Maßnahmen einzuführen. Es geht nur noch ums Handeln. Die Ziele sind schon gesetzt. Beispielsweise mit dem Pariser Klimaabkommen, das unsere Länder vor 7 Jahren unterzeichnet haben. Liebe Politik, liebe PolitikerInnen, wir können noch handeln. Wir können noch für Frieden in der Zukunft sorgen. Bitte seien Sie für einmal proaktiv und legen Sie kurzfristige Partei-, Karriere- oder Strategieinteressen beiseite und denken Sie langfristig. Bitte erinnern Sie sich daran, wenn Sie das nächste Mal in Ihren Parlamenten sitzen, dass es auf dieser Welt Kinder und junge Menschen gibt und dass Sie die Verantwortung haben, all diesen eine lebenswerte, intakte und friedliche Welt zu hinterlassen. Danke. Wir von Fridays for Future gehen ja normalerweise für Klimagerechtigkeit auf die Straße. Für viele ist die Klimakrise so ein Thema, das isoliert behandelt werden kann und das allein gelöst werden kann. Umso schöner finde ich es, dass wir heute auf der Friedensweg-Demo reden dürfen. Denn die Klimakrise ist alles andere als das. Wie Xenia bereits erklärt hat, sind Frieden und Klimakrise eng verknüpft. Der Weltklimarat malt in seinen Prognosen schaurige Bilder der Zukunft. Hunderte Millionen Menschen auf der Flucht, Kämpfe um Nahrungsmittelknappheit, unzählige Tote. Die fortschreitende Klimakrise wird zu neuen Konflikten und Kriegen führen. Umgekehrt braucht es auch globale Anstrengungen, um die Klimakrise aufhalten zu können. Die Staaten der Welt sind aufeinander angewiesen und müssen, um dieses globale Problem zu lösen, zusammenarbeiten. Und nicht zu vergessen, wenn wir hier so in Sicherheit darüber reden, Krieg und Frieden sind nicht nur abstrakte Worte, über die man so leicht reden und verhandeln kann. Krieg und Frieden sind Alltagsrealitäten. Frieden ist die Realität, ein Gefühl der Sicherheit zu haben, wenn man sich in seinem Bett schlafen legt. Krieg ist die für uns unvorstellbare Realität, in einer U-Bahn-Station schlaflos auszuharren und Einschläge von Raketen zu hören, ohne zu wissen, wo sich die Liebsten gerade befinden und ob sie noch leben. Krieg muss unfassbar schrecklich sein und sollte allein schon deswegen aufhören. Wie Xenia will auch ich noch einmal an unsere PolitikerInnen appellieren, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um eine friedliche und lebenswerte Zukunft für alle Menschen zu sichern. Die Menschen, die heute wichtige politische Ämter bekleiden, sind diejenigen, die darüber entscheiden, ob jetzt Maßnahmen gegen die Klimakrise und für Frieden gesetzt werden oder ob wir wieder ein paar Jahre verstreichen lassen, in denen die Emissionen steigen und menschliches Leid sich vermehrt. Darum ist es so wichtig, dass wir heute hier stehen. Denn ohne Menschen auf der Straße wären wir bei weitem noch nicht so weit, wie wir jetzt sind. Danke für euer Hiersein. Danke für euer beider Hiersein. Danke, dass wir so starke Jugend haben, die sich so einsetzen. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Aber dass wir dort sind, wo wir sind, haben wir zu einem ganz großen Teil eurer Bewegung zu verdanken. Ja, ich möchte es nochmal unterstreichen und
finde es toll, dass die Fridays hier sich beteiligen und dass der Zusammenschluss von Klima- und Friedensbewegung längst überfällig ist, weil wir können es nicht voneinander trennen. Ja, wir haben damit so den ersten Teil hier erreicht und machen uns jetzt auf den Weg zum Festspielhaus über die Seepromenade. Und wir werden, wie schon in den letzten vielen Jahren, wieder von Rhythm Attack Bodensee angeführt. Die haben in den letzten Jahren immer für eine unheimlich gute Stimmung mit ihrer Trommelgruppe. Ich habe da selber mal mitgespielt vor Jahren. Es ist ein Erlebnis und ich danke euch, dass ihr uns so treu jedes Jahr vorausgeht und einen guten Rhythmus macht.